Ja, meine lieben Zuschauer, beziehungsweise meine lieben Bros und Musinen, so willkommen zurück zum nächsten Part von Ace Attorney. Jawohl, meine lieben Zuschauer, wir sind endlich mal, ja, kann man quasi schon sagen, im Finale angekommen. Denn es steht ja jetzt nur noch der allerletzte Gerichtsprozess bevor, nicht wahr? Und ja, mit anderen Worten, mit dem heutigen Tag wird nämlich alles entschieden, meine lieben Zuschauer, ne? Also seid gespannt, seid dabei und ja, wünsche mir natürlich viel Erfolg, ne? Für den heutigen Prozess, ne? Ja. Übrigens ist es auch sehr typisch, dass halt Prozesse bis zu 3 Tage andauern, ne? Wie jetzt zum Beispiel auch in diesem Fall. Ich bin ja persönlich daran gewöhnt, aber ich muss schon zugeben, man muss schon starke Nerven haben, das so lange auszuhalten, nicht wahr? Und ja, aber ich bedanke mich auf jeden Fall für alle, die bisher mitgehalten haben mit mir zusammen. Und mit dem heutigen Tag beenden wir das jetzt, nicht wahr, meine lieben Zuschauer? Also seid dabei. Ja, denn mit dem heutigen Tag werde ich allen beweisen, dass Miles Edgeworth unschuldig ist. Es kann doch nicht wahr sein, dass er die ganze Zeit als schuldig abgestempelt wird, weißt du? Unglaublich, Alter. Vor allem, er hat die ganze Zeit noch erwähnt mit seinem Albtraum, dass er halt, ja, anscheinend vor 15 Jahren seinen eigenen Vater getötet hat, was ich persönlich nicht glaube und das ist auch definitiv nur ein Albtraum gewesen, weißt du? Ja, aber anscheinend Marvin Grossberg und Maya denken wohl ein bisschen anders, die meinen, das wäre die Realität. Sogar Miles selbst, sogar Edgeworth selbst halt. Und oh Mensch, ich denke mir echt nur, bin ich der Einzige? Alter, Edgeworth, du bist da unschuldig, du warst es nicht gewesen, ey. Weil so wie ich Edgeworth kenne halt, er ist ja mein bester Freund, ne, er würde niemals seine Fliege was zu Leide tun. Deswegen, ja, besonders in der Grundschule, Alter, hallo? Da waren wir noch Kinder gewesen, was soll das denn, ey? Ja, Mensch, ey, naja, wird wohl wahrscheinlich wieder an mir liegen, das zu beweisen, aber mal gucken, ob es mal dazu kommt, ne? Ja, ansonsten hatten wir ja noch in den letzten Parts, ja, uns nochmal über die Hinweise von DSX nochmal uns gekümmert, ne, und ermittelt. Genau, Gamshow war parallel auf der Suche nach dem Putzverleihtypen. Hoffentlich hat er den letztendlich gefunden, weil sonst ist es ein bisschen schwierig gleich im Prozess, ne, wenn er nicht da ist. Ja. Und ansonsten, ja, haben wir, ach, könnt ihr eigentlich im letzten Part erwähnen, sehen, ne? Ich glaube, ich muss es nicht ständig erwähnen. Doch eine wichtige Sache muss ich trotzdem erwähnen, sonst wird es ein bisschen komisch für den aktuellen Prozess. Wir hatten nämlich da im Bootsverleihhaus, hatten wir einen Brief gefunden und darin stand nämlich ein detaillierter Mordplan. Könnt ihr das vorstellen? Voll brutal, Alter. Was für eine Entdeckung, Alter. Unglaublich. Ja. Und vor allem, wenn, als es sich dann noch letztendlich herausgestellt hat, dass dieser Brief letztendlich von Herr von Karma selbst abstand, das war dann erst recht schockierend gewesen. Wisst ihr, wer hätte das gedacht? Den Ankläger, gegen den ich die ganze Zeit antrete, war letztendlich derjenige, der das alles initialisiert hat. Könnt ihr das vorstellen? Der hat das alles gestartet und geplant, Alter. Oh, ich hasse von Karma so sehr, Alter. Unfassbar. All diese ganzen Unsinn, das wir hier gerade durchziehen, können wir alles ihm verdanken, ey. Unfassbar, Alter. Ja, und so viel dazu, ey. Genau. Ja, apropos von Karma, ne, da fällt mir das gerade noch ein, wir hatten ihn ja nämlich auch noch getroffen, ganz zum Schluss, und im Archiv hatten wir ihn getroffen, ne, genau. Ja, da habe ich ihn natürlich dann konfrontiert mit dem Brief, so, hey, was soll das von Karma, das kann doch nicht wahr sein. Und was hat er stattdessen getan? Mich und Maya dann voll schockiert mit dem Elektroschocker, mit 600.000 Volt, Alter, wissen wir, wie sehr das wehgetan hat? Ah, oh, meine Güte, ey. Natürlich waren wir dann natürlich bewusstlos gewesen, ne, ja, aber dann, nachdem wir dann wieder bei Sinn gekommen sind, hat sich dann herausgestellt, dass dieser von Karma einfach genau diesen Brief, den einzig entscheidenden Beweis, dann gestohlen hat. Könnt ihr das vorstellen? Ja, jetzt stehen wir wieder auf Null. Ja, anscheinend haben wir keine Beweise mehr diesbezüglich. Aber noch ist die Hoffnung nicht komplett verloren gegangen, denn Maya hat ja letztendlich ja doch noch einen Beweis von ihm geschnappt, ne? Und dieser Beweis war ja nichts anderes als halt die Kugel, die von Edgeworth gewesen war, ne? Die habe ich hier auch noch. Seht ihr das? Hallo? Seht ihr das hier? Ja, genau. Ja. Dieser Beweisstück hat ja Maya. Also sie ist auf jeden Fall nicht nutzlos, sondern relativ nützlich. Und ja, das werde ich natürlich auch nochmal beweisen, ne? Bisschen ihr Selbstbewusstsein erhöhen, ne? Weil die war ja ziemlich down gewesen letztes Mal. So, das wäre aber genug von der Zusammenfassung. Ich will auch nicht zu viel darüber reden. Wir sind schon 5 Minuten, meine Güte, ey. Ja, und starten wir jetzt mit dem Prozess. Wünscht mir viel Erfolg, denn heute wird alles entschieden.
Nun ist es soweit. Die Stunde der Wahrheit. Heute wird manches endlich geklärt werden. Sehr viele Dinge. Ja, so wie es auch erwähnt haben, meine lieben Zuschauer, nicht wahr? Mann, was soll das? Entschuldige, Nick. Ich habe nur deine Schulter berührt. Nach der Schock von meiner Bekanntschaft mit dem Elektroschocker gestern. Ach so, okay. Wie dem auch sei, heute ist der letzte Verhandlungstag. Viel Glück, Nick. Ja, danke, Maya. So kann man auch starten, weißt du, den Tag, ey. Ach, Schoss sieht wie immer niedergeschlagen aus, ey. Hoffentlich nimmt ihn von Karma nicht so hart an, ne? Mensch, ey. Wow! Was tun Sie da? Entschuldigung, tut mir leid. Ich wollte Sie nur zur Aufmunterung auf den Rücken klopfen. Maya, vielleicht solltest du erstmal... Ja, du solltest dich vielleicht besser draußen erstmal entladen. Wenn du fertig bist, dann komm auch dann zurück, ne? Ja, gute Idee. Versuche niemanden auf dem Weg aus einen elektrischen Schlag zu verpassen, ne? Das hat noch gefehlt, Alter. Wenn der Richter einen elektrischen Schlag bekommt, weißt du, und dann natürlich Manfred von Karma, obwohl der hat es ja verdient, ne? Oder dann kam schon die Polizisten, oh mein Gott, wenn ich mir nur das vorstelle. Ach, dieses Mädchen. Wow, Junge! Oh, toll, Alter, so viel dazu, ey. Ah, Gamschu, ne? Was ist nur in diesem Mädchen Gefahr, ne? Inspektor Gamschu. Morgen, hört schon was? Guten Morgen. Wie lief's, Inspektor? Haben Sie ihn erwischt? Den Busverleihtypen, hä? Haben Sie ihn gefasst? Keine Angst. Wie versprochen habe ich unseren ausgerissenen Busverleiher eingefangen. Ah, sehr gut. Habe ihn gerade reingebracht. Hat mich die ganze Nacht gekostet, Junge. Jawohl. Boah, Alter. Danke, Inspektor Garnschuh. Aber Sie sind dann bestimmt müde. Na, seht ihr, meine lieben Zuschauer, hat doch Gamschu ihn letztendlich erfasst. Oh, Gott sei Dank, Alter, das wäre sonst echt schwer. Wisst ihr? So, aber sie sind jetzt bestimmt müde, ne? Die ganze Nacht, Alter, unglaublich, ey. Nach dem Schock, den ich auf dem Weg hierher bekam, fühle ich mich richtig frisch, wissen Sie? Ah, da können Sie dann das Maya verdanken, meine Güte. Okay. So, jetzt aber zu den ernsten Sachen. Yogi sagt, er hat seinen eigenen Namen vergessen, ne? Jan Yogi. Das ist übrigens der Bootsverleih-Typ, der eigentliche Name von ihm, ne? Aber das muss eine Lüge sein. Warum sollte er sich an Edward rächen wollen, wenn er sich nicht erinnern kann, hä? Erinnert sich. Und ich werde es beweisen. Hier und heute im Gerichtssaal. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Meine Güte, ey. Gut, dann auf geht's, meine lieben Zuschauer. So, ach, meine Güte, ey. Dann starten wir mal, nicht wahr, meine lieben Zuschauer? Oh, Mensch, ey. Also schon mal korrekt richten, ne? Wenn man sich ja schön präsentieren, nicht wahr? So. Ah, Maya, bist auch zurückgekommen, sehr gut. Okay. Das Gericht verhandelt nun den Fall Miles Edgeworth. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Die Anklage ist bereit. Gut, sehr gut. Davon schockiert. Heute ist der letzte Tag dieses Prozesses. Ich fordere die Anklage auf, maßgebliche Beweise vorzulegen. Verstanden. Alter, bitte kommen Sie. Verstanden Sie nicht bei jeder seiner Worte in ehrfürchtigen Schweigen, ey. Der Richter, ey. Meine Güte. Nun gut, Herr von Kammer, Ihr Öffnungsplädoyer. Richtig. Dank Inspektor Gamschu wurde der Bootsverleiher festgenommen. Am gestrigen Verhandlungstag behauptet die Verteidigung, er sei der Mörder. Dies muss er allerdings noch selbst bestätigen. Ich bitte die Verteidigung, ihn hierzu ins Kreuzverhör zu nehmen. Sehr gut. Bringen Sie bitte den Zeugen in den Gerichtssaal. Okay. Eigentlich zeigt er sich nie, wa? Sehr geehrte Damen und Herren des Gerichts. Ich glaube, Sie alle erinnern sich an unseren Zeugen. Er wohnt im Bootsverleih am See, von dort aus beobachtete er den Vorfall. Außerdem verlor er vor kurzem seine Erinnerung an seinen Namen und seine Identität. Zeuge, warum sind Sie gestern weggelaufen? Was zum... Der Zeuge wollte nicht weglaufen, wird er jetzt auch sagen wird. Was? Okay, wie auch immer. Ich verstehe. Nun gut, fangen Sie mit Ihrer Aussage an. Alter, der schläft die ganze Zeit, weißt du, durch, ist klar. Oh Mensch, ey. Ja, so viel dazu, ey. Gut, machen wir das so. Es tut mir furchtbar leid, dass ich gestern einfach ging. Aber ich bin nicht weggelaufen oder so ähnlich, ne? Ich ging essen für Polly einkaufen, verstehen Sie? Ja, als ob, ey. Ich ging davon aus, dass ich mit dem Vorfall sowieso nichts zu tun hatte. Ich meine, ich bräuchte ja ein Motiv, richtig? Und ich habe keins. Deshalb bleibt meine Aussage von gestern bestehen. Gute Nacht. Tja, mein Chef. Oh, Alter, ey. Mein Gott, diese Zeugen manchmal, ne? Oh.
Unfassbar, ey. Ja, wie ich schon gesagt habe, man muss halt starke Nerven haben. Wenn bei so vielen Lügen immer wieder, meine Güte, ey. Gut, lassen Sie uns mit dem Crossfire beginnen, ja? Hm, er muss seinen Namen kennen. Jan Yogi, ey. Jan Yogi, Sie sind Jan Yogi. Ich werde es beweisen. Hier und jetzt. Meine Güte. Es tut mir furchtbar leid, dass ich gestern einfach ging. Moment mal. Für mich war das gestern aber weglaufen und nicht einfach gehen. Sie haben Larrys Aussage gehört und gemerkt, dass Sie in Gefahr schweben. Oh mein Gott, was soll das denn jetzt? Gleich zu Beginn, wie? Und dabei ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse. Wie ich schon sagte, der Zeuge ist nicht weggelaufen. Hören Sie diese Aussage. Er sieht wirklich entspannt aus. In der Tat, Sie tun es beide, von Karma und Jan Yogi. Alter, ihr seid für mich beide einfach Kriminelle mittlerweile. Es ist unfassbar, ey. Aber ich bin nicht weggelaufen oder so ähnlich. Warum sind Sie dann weggegangen, hä? Warum sind Sie dann gegangen? Oh mein Gott, Alter. Er wird es gleich sagen. Fällt es Ihnen so schwer, einfach still zuzuhören, wenn jemand spricht? Alter, wenn ich ruhig bliebe, würde Edgeworld innerhalb von 3 Minuten schuldig gesprochen, ey. Versteht denn keiner hier meine Position? Ja, Mensch, ey. Ich ging Essen für Polly einkaufen, verstehen Sie? Essen, sagen Sie, hä? Essen, hä? Nun, Polly ist ein kleiner Gourmet, verstehen Sie? Sie frisst nur dieses hochwertige Vogelfutter aus Frankreich. Das gibt es nur in der großen Tierhandlung in der Innenstadt. Aber Sie wurden erst heute Morgen festgenommen. Warum sind Sie nicht zu Ihrer Hütte zurückgekehrt, hä? Nun, ich habe mich etwas verlaufen, verstehen Sie? Oh mein Gott, was denn jetzt? Der Zeuge hat manchmal Schwierigkeiten, sich an Dinge zu erinnern. Als die Polizei ihn festnahm, war er auf dem Weg zurück zur Hütte. Ja, genau. Netter Versuch von Kaba, Alter. Keiner wird es glauben, ey. Ich verstehe. Okay, okay. Also, jetzt sich also verlaufen. Oh mein Gott, euer Ernst? Bitte, euer Ernst. Kommen Sie zur Vernunft, ey. Ach, Mensch. Ich ging davon aus, dass ich mit dem Vorfall sowieso nichts zu tun hatte. Achso. Warte. Sie meinen. Na. Moment mal. Sie haben einen Großteil Ihrer Erinnerung verloren, richtig? Jupp. Anscheinend. Woher wussten Sie dann, dass Sie mit dem Vorfall nichts zu tun hatten? Oder sind das etwa Lügen mit der verlorenen Erinnerung? Hm? Sie wissen genau, wer Sie sind. Oh mein Gott, was denn jetzt? Der Zeuge hat klar ausgesagt, dass er sich nicht erinnert. Wer er ist? Wenn Sie überhaupt er lügt, müssen Sie es dem Gericht beweisen. Ah. Wie soll ich nur beweisen, was im Kopf dieses alten Knackes vorliegt, Alter, ey? Das ist unmöglich, ey. Hm. Gut, dass Sie zur Vernunft gekommen sind, Herr Voigt. Nur Zeuge, fahren Sie bitte fort. Oh mein Gott, Alter, ey. Ich meine, ich bräuchte ja ein Motiv, richtig? Oh mein Gott, Alter. Wie können Sie behaupten, Sie hätten kein Motiv, Alter? Ich sage, Sie haben eins. Sie hegen einen Groll gegen Edgeworth und das Opfer Robert Hammond. Deshalb haben Sie sich an ihnen gerecht, nicht wahr? Und? Zwingen Sie mich nicht, mich zu wiederholen, Herr Voigt. Der Zeuge hat keine Erinnerung an Dinge, die länger als ein paar Jahre zurückliegen. Kann kein Groll hängen. Das ist unmöglich. Ich muss beweisen, dass er bezüglich seiner Erinnerung lügt. Ansonsten wird es immer das Gleiche sein, bis zum Ende des Prozesses. Ach, ey. Darf ich etwas sagen, Herr Voigt? Ja, euer Ehren. Sie haben jetzt immer wieder das Gleiche gesagt. Sie haben einen seiner Erinnerung oder das Fehlen dieser in Frage gestellt. Hat das wirklich etwas mit dem vorliegenden Fall zu tun? Natürlich, euer Ehren. Natürlich, euer Ehren. Der Zeuge sagte, er habe nichts mit dem Fall zu tun. Und kein Motiv, weißt du? Beide Aussagen sind gelogen! Genau, das ist unglaublich, ey. Oh. Herr Voigt, es gibt einen großen Haken bei Ihrer Behauptung. Oder wollen Sie sagen, dass Sie wissen, wer dieser Zeuge ist? Natürlich, euer Ehren. Was? Hohoho, nun, das ist aber interessant. Ich würde es gerne selbst wissen. Nun, wer ist er? Dein Ernst von Karma, als ob Sie das nicht wissen? Schämen Sie sich nicht so dumm von Karma, ey. Mann, ey. Voigt, bitte sagen Sie uns den Namen des Zeugen. Okay, ich habe es euch schon mal erwähnt, aber anscheinend sind alle wohl, wissen nichts Bescheid. Oh Mensch, Jan Yogi heißt er. Sein Name ist Jan Yogi, ein ehemaliger Gerichtsdiener. Yogi? Der Name sagt mir was. Oh, Jan Yogi vom Fall DS6. Ich dachte mir, dass der Richter davon gehört hat. Es war ein berühmter Fall nämlich gewesen, ne? Aber was bedeutet das? Euer Ehren, wenn dieser Mann Herr Yogi ist, hat er ein eindeutiges Motiv. Oh mein Gott, was denn jetzt? Was ist denn jetzt, Alter? Wieder vorherige Schlüsse, Herr Voigt? Dieser Mann, der Zeuge, ist Jan Yogi? Faszinierend! Wie dem auch sei.
Wie wollen Sie das dem Gericht beweisen, hä? Dies ist ein Gericht, wie Sie wissen. Wir brauchen Beweise. Und ich darf mich nochmal wiederholen, der Zeuge hat sein Gedächtnis verloren. Ach, das ist es. Ich muss es jetzt tun. Wenn ich hier und jetzt nicht beweisen kann, dass er Yogi ist, dann war's das. Nick, wie willst du es beweisen? Wie kannst du es beweisen, dass er ja ein Yogi ist? Beruhige dich. Es ist eigentlich ganz einfach, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne? Oh ja, yeah. Bisher, das kann ich euch auch mal sagen, meine lieben Zuschauer, ne? Einfach mit Fingerabdrücken. Darüber ist es eigentlich am allerrelativsten einfachsten. Nehmen Sie bitte die Fingerabdrücke dieses... Oh, guck mal. Genau. Nehmen Sie bitte die Fingerabdrücke dieses Mannes. Dann können wir sie mit denen von Jan Yogi vor 15 Jahren aus den Akten vergleichen. Genau. Verstehe. Das klingt sinnvoll. Zitzitzitzit. Hä? Es tut mir wirklich furchtbar leid, Herr Voigt. Warum? Der Zeuge hat keine Fingerabdrücke. Was? Was? Keine Fingerabdrücke? Alter, das kann doch nicht wahr sein, ey. Sehen Sie, bevor ich als Bootsverleiher arbeitete, war ich in einer Chemiefabrik. Ich verbrannte mir die Finger mit dem Zeug. Jupp. Was? Ah, Yogi, Sie Schurke, ey. Sie verbrannten Ihre Fingerabdrücke selbst, um Ihre Vergangenheit zu verstecken. Das ist doch, was passiert ist, ey. Nun, wenn der Zeuge keine Fingerabdrücke hat, denke ich, können wir seine Identität nicht beweisen. Nein, ey. Nun, was werden Sie tun, Herr White? Wie es aussieht, ist der Fall entschieden, nicht? Nein! Ich weiß, was passiert ist. Ich weiß alles. Ich kann es nur nicht beweisen, ey. Mann. Aber nein, ich kann es doch nicht enden lassen. Ich kann nicht verlieren. Nicht, weil wir schon so weit gekommen sind, meine lieben Zuschauer, ey. Es muss einen anderen Weg geben. Niemand kann bezeugen, wer der Zeuge ist. Niemand! Nick, was sollen wir tun? Ich hätte nie gedacht, dass er seine Fingerabdrücke auslöschen würde, weißt du? Was mache ich bloß, ey? Nun, Herr White? Vielleicht wollen Sie zu allgemein belustigenden Papagei führen, hm? Ja, sehr lustig, Alter. Sie sind ein schlechter Gewinner von Karma, ey. Moment mal. Den Papagei verhören? Was ist, Nick? Nein, du wärst nicht. Euer Ehren? Die Verteidigung möchte gerne auch von Kamas Vorschlag eingehen. Auf den Vorschlag eingehen? Auf meinen Vorschlag? Richtig! Ich würde den Papagei des Zeugen gerne ins Kreuzfeuer nehmen. Ich weiß, das mag vielleicht verrückt klingen, aber vertraut mir, Leute. Ruhe. Nun, was denken Sie für Kammer? Müssen Sie wirklich fragen? Das ist eine Farce. Ich hebe Einspruch. Einspruch! Was soll das denn? Warten Sie. Der Vorschlag, den Papagei zu fördern, kam von Ihnen, von Kammer. Ich habe ein Recht zu tun, was Sie vorgeschlagen haben. Nun, wenn Sie so verzweifelt sind, tun Sie es. Wenn Sie es aber tun und nichts dabei rauskommt, sind Sie hoffentlich bereit, die Konsequenzen zu tragen. Nick, das ist verrückt. Nun, wollen Sie Ihr Spielchen immer noch spielen? Noch, meine lieben Zuschauer, was glaubt ihr? Willst du es immer noch tun? Oh, Mensch, ey. Mensch. Ja, ich tue es, natürlich. Bringen Sie den Papagei in den Zeugenstand. Ich werde ihn ins Kreuzfeuer nehmen, euer Ehren. Das ist das Lächerlichste, das ich je gehört habe. Von Kammer hat jede Zeugenaussage, jedes Beweis mit dem manipuliert. Genau. Außer den Papagei. Er ist meine letzte Chance. Und ich meine, zumindest glaube ich das. Naja. Grüß Sie, dann bringen Sie den Papagei. Oh mein Gott, Alter. Wer hätte das gedacht, dass wir dazu kommen? Aber ja, müssen wir wohl einen Papagei in den Zeugenstand bringen und ja, Kreuzfeuer durchführen. Wer hätte das gedacht, Alter? Oh, welch ein schöner Vogel. Wie heißt du? Name! Der Zeuge ignoriert mich. Es tut schon weh, von einem Vogel ignoriert zu werden, ne? Oh, Mensch, ey. Nun, gut, Zeuge. Wer ist dein Besitzer? Sage bitte für uns aus. Oh mein Gott, Alter, ey. Sieht doch das an, ey. Hallo, hallo, okay. Das war's? Oh mein Gott, Alter. Ach, toll. Das ist wirklich die kürzeste Aussage, die wir bisher gehört haben. Nun gut, fangen Sie mit dem Kreuzfeuer an. Ach, gut, ey. Was wirst du tun, Nick? Ich weiß es nicht. Was sollen wir machen, Maya, ey? Ich hatte gedacht, er würde wenigstens ein bisschen mehr erzählen, aber... Nun gut, meine lieben Zuschauer, ich versuch's. Ein Papagei in Kreuzfeuer zu nehmen, ey. So weit ist es schon gekommen, ey. Hallo, hallo, Chris. Mann, Moment mal. Zeuge,
Du kannst nicht einfach nur Hallo sagen und denken, dass das genug ist. Ich möchte eine Aussage. Maya, du mit ihm, ey. Gut. Was soll ich sagen? Haben wir was vergessen? Wie heißt du die Tresorkombination? Wir müssen das aber mit dem Fall DS6 in Verbindung bringen. Ich gucke nochmal in meiner Gerichtsakte. Ne? Wir müssen jetzt nichts überstürzen. Ne? Es geht ja hier um alles oder nichts. Deswegen müssen wir mal kurz. Hatte ich nicht hier irgendwo die DS6-Akte? Ah, da, guck mal. Da. Lass mich nochmal reinschauen. Ja, genau. Lass mich nochmal in Ruhe erstmal reinschauen. Ich war mal ein Zuschauer. So, Fallzusammenfassung. 14. Dezember. Okay, Fahrstuhl. Bezirksgericht zum Zeitpunkt des Vorkommens. Sauerstoff im Fahrstuhl. Keine Hinweise am Tatort. Okay. Also das Opfer. Okay, Verteidigung ist nochmals nach dem vorliegenden Fall im Fahrstuhl eingeschlossen. Kugel im Herz. Im Mord wurde vor zweimal abgefeuert. Okay. Und hier Jan Yogi. Justizbeamter. Eingeschlossen mit Edgeworth-Gedächtnisschwund durch Sauerstoffmangel. Okay. Nach Arrest beginnt Verlobte Polly Jenkins Selbstmord. Alter, voll brutal. Ja, okay. Aber Moment mal, seine Verlobte Polly Jenkins, ha? Ihr erinnert euch noch, meine lieben Zuschauer, ich meine, der Jan Yogi, ne, der hat ja uns eigentlich auch mitgeteilt, dass er seinen Papagei nach seiner Verlobten, ne, benannt hat, ne, nämlich Polly, wie ihr hier sehen könnt. Interessant, ja. Genau, können wir ja mit den Namen beginnen, ne? Da haben wir wenigstens schon mal einen Zusammenhang. Sollte ich ihn vielleicht dazu bringen, seinen Namen zu sagen? Polly, Polly, wie heißt du? Polly, Polly, Alright. Ich glaube, wir wissen schon, dass der Papagei Polly heißt. Ja gut, das ist klar, aber trotzdem. Hat das etwas mit der Identität des Beziehers zu tun? Natürlich. Aber natürlich. Ha, faszinierend. Sie behaupten, der Name des Papageis wird die Identität des Besitzers verraten? Dann liefern Sie uns diesen Beweis. Nick, glaubst du nicht, dass du mit deinem Bluffen diesmal zu weit gehst? Na, hör mir zu. Wir sind nicht hier, um die Frage zu beantworten, wer der Bootsverleiher ist. Wir sind hier, um zu beweisen, dass er Jani Yogi ist. Wir müssen eigentlich nur den Namen Polly mit Yogi in Verbindung bringen. Euer Ehren, ihr beweist, dass der Name des Papageis die Identität des Bootsverleihers verrät. Ist. Hier, die Gerichtsakte, die wir gerade angeschaut haben, genau. Die ist das, nimm das! Die DS6-Akte? Auf was ist denn jetzt? Das ist wirklich eine große Akte, die sie da haben. Auf welcher Seite ist denn der Beweis, wie? Zeigen Sie uns und hören Sie auf, unsere Zeit zu verschwinden. Nun gut, Robert, zeigen Sie uns die Seite. Wo in der Akte ist die Information, die mit dem Namen des Papageis zu tun hat? Daten über den Verdächtigen. Ist auf der Seite Daten über den Verdächtigen. Okay, also. Auf der Seite steht alles über Jani Yogi. Kurz nachdem er festgenommen wurde, beging seine Verlobte Selbstmord. Verstehen Sie? Tatsächlich. Das steht hier, ja. Und Herr, euer Ehren, wie lautet der Name seiner Verlobten, hä? Polly Jenkins. Polly. Genau, euer Ehren. Erinnerte sich an den Namen seiner Verlobten, die Selbstmord begangen hatte. Deshalb gab er dem Papagei ihren Namen. Ich verstehe. Das könnte stimmen. Ach, was soll das denn jetzt? Bah, nur ein Zufall. Das ist alles. Mein Enkelenk heißt, hat einen Hund, der Phönix heißt, beziehungsweise Sascha. Nun, Herr Sascha Wright, sind Sie deshalb gleich der Verlobte meiner Enkeling? Alter, sie ist erst 7. Ah, seien Sie nicht verrückt, ey. Oh mein Gott, Alter, ey. Tatsächlich. Das ist jedoch ein zu schwacher Beweis für einen Mordfall. Wir bräuchten weitere Beweise, die dies bestätigen. Alter, wo kann ich die nur finden? Ich dachte, das wär's jetzt, ey. Nick, wir sind da dran. Noch einen, wenn wir nur noch einen Beweis finden. Ah, ich weiß, aber welchen, ey? Nur gut, Zeugen. Fahren fort. Okay. Kann ich hier eigentlich angreifen? Mal gucken. Zeugin, du bist hier, um zu reden. Du musst mit mir reden. Ganz ehrlich, ich kann es nicht glauben, dass Sie mit dem Papagei sprechen. Nun, wir sollten versuchen, einige Informationen aus ihm herauszubekommen. Wir müssen dem Richter zeigen, dass der Besitzer Herr Yogi ist. Ja, ich weiß, Maya. Da sind wir ja die ganze Zeit dabei, nicht wahr? Okay. Moment mal. Mann, Zeuge, du kannst nicht einfach nur Hallo sagen und denken, dass das genug ist. Ich möchte eine Aussage. Ach, was soll das? Maya, red du nochmal mit ihm. Na gut, was soll ich sagen? Okay, was machen wir jetzt? Haben wir was vergessen oder die Tresorkombination? Was würde da besser passen? Wenn wir sagen, haben wir was vergessen? Was hat denn Polly immer gesagt? Hat er gesagt, DL6-File? Lass mir mal überlegen.
Ah, nee. Ich glaube, das ist ein bisschen gefährlich, wenn wir die erste Aussage machen. Weil wenn wir sagen, haben wir was vergessen, dann würde Pali sagen, ja, sie haben mich vergessen, mich zu füttern oder so. Keine Ahnung. Was weiß ich, was in dem Kopf des Papageis alles vorspielt, weißt du? Dann will ich das lieber nicht riskieren, ne? Okay, dann bleibt ja eigentlich nur die Tresorkombination übrig. Aber okay, Moment mal, wenn wir die Tresorkombination aber verwenden, was würde denn Polly dann sagen, ne? Was waren denn dann nochmal die Kombination gewesen? Ah, Mensch, ey. Ah, was war das nochmal gewesen? Hatte ich das nicht hier in den Beweisen gehabt? Ach da, hier. 1, 2, 2, 8 war das gewesen. Ne? Naja, genau. 1, 2, 2, 8. Lass mich mal kurz nochmal in meine Gewichtsakte gucken. 1, 2, 2, 8. Das ist ja, wenn man das in Datum umwandeln würde, wäre das ja Dezember 28, ne? Ach, guck mal, da steht es ja direkt hier. Ach, es war Dezember 2001. Nun, da können wir ja immerhin... Ja, dann nehmen wir das halt, genau. Da können wir mindestens das Datum als Zusammenhang erwähnen, genau. Mach mal die Tresorkombination. Vielleicht kriege ich ihn dazu, die Tresorkombination zu sagen. Huh, der Tresor? Warum? Er soll einfach nur irgendetwas sagen, okay? Polly, wie lautet die Tresorkombination in der Hütte? 1, 2, 2, 8, 1, 2, 2, 8. Okay, sehr gut, okay. Hey, was für ein sorgloser Papagei. Und der White? Sie behauptet doch nicht etwa, diese Nummer habe etwas mit dem Bootsverleiher zu tun, oder? Hm, eigentlich schon. Doch, eigentlich schon. Deshalb habe ich ihn ja danach gefragt. Ha, lächerlich. Wie kann uns die Kombination eines Tresors sagen, wer der Bootsverleiher ist, hä? Zeigen Sie uns Ihren Beweis. Was verwendet die wirkliche Identität des Putzverleihers mit dieser Zahl? Okay, dann zeige ich das hier nochmal vor. Nimm das! Die Dio-6-Akte? Warum sind Sie so besessen von diesem Fall? Alright. Wo in der Akte befindet sich eine Verbindung zur Tresorkombination? Nun, direkt an der Fallübersicht. Es ist auf der Seite Fallübersicht! Die Fallübersicht? Genauer gesagt, das Datum, an dem der Fall Dio-6 stattfand. Das Datum des Falls? Der 28. Dezember? Aber das ist ja das heutige Datum, 15 Jahre später. Und die Zahl des Tresors ist 1228. Mit anderen Worten, der 12. der 28. Dezember. Ah, er benutzte das Datum des Falls DS6 als Zahl für seinen Tresor, euer Ehren. Ja, ja, ja. Das zeigt, wie wichtig dieses Datum für ihn war. Ich verstehe, das ist wirklich ein interessanter Zufall. Viele Leute haben ein Datum als Geheimzahl. Oh mein Gott, was denn jetzt? Bah, das ist kein handfester Beweis. Für meine Kreditkarte habe ich 0001 gewählt, denn ich bin die Nummer 1. Oh mein Gott, ernsthaft. Das hat nichts mit einem Datum zu tun. Überhaupt nichts. Oh mein Gott, Alter, ey. Das reicht. Ich denke, wir sind hier zu einem Schluss gekommen. Oh mein Gott, was denn jetzt? Das ist ein reiner Zufall, das ist alles. Ja, das ist eine Möglichkeit. Jedoch, zwei Zufälle gleichzeitig sehen mir eher nach einem Schema aus. Was sagen Sie da? Rufen Sie den Bootsverleiher sofort herein. Sofort! Aha, schön, dass wir den Richter überzeugen konnten. Haha, jetzt haben wir ihn aber. Zeuge, nennen Sie uns Ihren Namen. Ah, Moment, dieser Zeuge, er kann sich nicht erinnern. Nein, ist schon okay. Ja. Was zum? Okay, ich habe erreicht, was ich wollte. Es ist genug. Nick, er sieht ganz anders aus. Ah, das ist dann der echte Yogi, ne? Denke ich. Endlich hat er sich gezeigt. Eigentlich hat er hat sich schwachsinnig gestellt, um seine wahre Identität zu verheimlichen. Ganze 15 Jahre lang, ey. Ja, verstellt, 15 Jahre lang, ey. Nun, ich frage Sie erneut. Bitte nennen Sie dem Gericht Ihren Namen. Mein Name ist Yanni Yogi. Vor 15 Jahren war ich Gerichtsdiener in diesem Gericht. Ja, geht doch endlich, ey, hat er es gestanden. Weißt du, die Leute schauen mich schon an, als ob ich verrückt bin, weißt du? Dass er Yanni Yogi ist, aber nee, da habt ihr jetzt endlich mal von ihm selbst das endlich mal gehört. Oh, Yanni Yogi. Also haben sie Robert Hammond umgebracht, hä? Und haben versucht, Miles Edgeworth diesen Mord anzuhängen. Ja, ich war's. Ich hab's getan. Ich war im Zeugenstand vor 15 Jahren. Robert Hammond, er sagte, ich sei unzurechnungsfähig. Er sagte mir, ich sei dadurch unschuldig. Ich würde so davonkommen. Also täuschte ich einen Hirnschaden vor. Ich war unschuldig, wirklich. Aber er glaubte mir nicht. Wir haben den Prozess gewonnen, aber ich habe alles dafür verloren dafür. Meine Arbeit, meine Verlobte, meinen Sozialstatus, einfach alles. Dann dieses Jahr, 15 Jahre später, erhielt ich ein Päckchen. Es enthielt einen Brief und eine Pistole. Der Plan war bis ins kleinste Detail genau festgehalten. Es war ein Plan für meine Rache an den Leuten, die mein Leben ruiniert haben. Mir war egal, wer ihn geschickt hatte. Ich dachte mir nur, das ist endlich die Gelegenheit nach 15 Jahren.
endlich eine Gelegenheit, mich an Robert Hammond und Miles Edgeworth zu rächen. Ich bedauere es nicht. Warten Sie! Rächen an Miles Edgeworth? Was meinen Sie damit? Darüber darf ich nichts sagen. Warum fragen Sie nicht Herr Edgeworth selbst? Ich gebe jedenfalls zu, Robert Hammond umgebracht zu haben. Boah, okay, na sieh mal einen an. Hat doch irgendwie mal der wahre Mörder das Verbrechen und seine Tat gestanden, ey. Unfassbar. Wird auch mal Zeit, ne? Von Kammer, wo ist Herr Yogi? Verhaftet euer Ehren. Es kann ihr tun möglich nach seinem Geständnis. Also ist der Angeklagte Miles Edgeworth unschuldig, zumindest in diesem Fall. Aha, haben wir es geschafft, sehr gut. Mensch, das war aber auch ein langer Prozess, nicht wahr, meine lieben Zuschauer? Meine Güte, ey. Oh, haben wir es noch geschafft, meine Güte, ey. Ich dachte mir schon, wir werden hier noch stundenlang sitzen, weißt du. Aber ja. Nur gut, bitte der Angeklagte bitte in den Zeugenstand betreten. Es gibt auch einige ungeklärte Rätsel. Sie sind aber von jeglichem Verdacht befreit in diesem Fall. Deshalb würde ich gerne das Urteil im Mordfall Robert Hammonds verkünden. Irgendwelche Ansprüche? Nö. Hä? Okay, ich kann es nicht glauben. Warum sagt von Karma denn nichts? Ihr kennt doch euer von Karma, der wird doch immer sofort mit Einspruch einkommen. Okay. Naja. Nun gut. Das Gericht befindet den Angeklagten Herrn Miles Edgeworth für... nicht schuldig. Hurra, wir haben es geschafft. Jawohl. Ja. Geht doch. Wir haben es noch hinbekommen, sehr gut. Habe ich doch gesagt, ich beweise Miles Edgeworth unschuldig. Geht doch. Haben wir es hinbekommen. Das soll es, die Verhandlung ist verschlossen. Sehr gut. Haha, haben wir es geschafft. Einspruch. Was zum... Alter, was ist denn jetzt? Gerade jemand Einspruch gesagt? Es war nicht von Karma jedenfalls. Aber das bedeutet... Nein, sag mir nicht. Edgeworth! Euer Ehren, ich hebe Einspruch gegen Ihr Urteil. Was sollen Sie damit sagen? Ich bin überhaupt nicht unschuldig. Wie wir gehört haben, brachte Jan Yogi Robert Hammond aus Rache um. Aber Rache, wofür? Nick, Edgeworth möchte es gestehen. Er wird sich für schuldig bekennen. Er wird sagen, dass er der Mörder im Fall DS6 war. Er möchte sagen, dass er seinen eigenen Vater getötet hat. Oh, was soll ich tun? Natürlich Einspruch heben. Was soll das denn, Alter? Einspruch! Das Urteil ist bereits gefällt worden. Ich hebe Einspruch gegen Edgeworths Ausbruch. Oh mein Gott, was denn jetzt? Ist sowas nicht gestern schon mal passiert? Ich glaube, ein gewisser Zeuge erhob Anspruch, nachdem schon ein Schuldspruch gefällt war. Das war Larry, ja. Wir müssen dieses neue Aussage anhören. Wir müssen Miles Edgeworth anhören. Na ja, täuscht. Unsere Pflicht ist es, Herr Edgeworth anzuhören. Alter, Edgeworth, was soll das denn, ey? Seit 15 Jahren habe ich einen immer wiederkehrenden Traum. Ein Albtraum. Es ist nur ein Albtraum. Das dachte ich zumindest. Oh, Alter, jetzt fängt er schon wieder damit an, ey. Miles, ich hab dir doch schon gesagt, das war ein Albtraum. Nicht die Realität, ey. Mann. Aber jetzt weiß ich, dass es kein Traum war. Jan Yogi war nicht der Mörder. Sie meinen den Vorfall, bei dem ihr Vater starb? Von der Entfernung des Schusses her war es auch kein Selbstmord. Alles war sonnenklar. Der Mörder. Der Verbrecher im Fall DS6. Das war ich. Euer Ehren, ich gestehe meine Schuld. Ich bin der Schuldige im Fall DS6. Die Verjährungsfrist endet heute. Der Schuldige bin ich? Oh mein Gott, Edgeworth, warum hast du das gesagt? Was soll das denn, ey? Das ist wirklich etwas Unerwartetes. Der für unschuldig erklärte Angeklagte gesteht ein anderes Verbrechen. Ein Verbrechen, dessen Verjährungsfrist heute abläuft. Ich weiß nicht viel genau, wie ich damit umgehen soll. Bah! Ist doch offensichtlich. Wir halten einen Prozess ab. Hier und jetzt. Wir verhandeln über ein Verbrechen, das dieser Mann vor 15 Jahren beging. Okay, wenn das so ist, okay, dann super, Alter. Ich denke, wir sollten eine Pause von 5 Minuten machen. In dieser Zeit werde ich über die geeigneten Maßnahmen nachdenken. Die Verhandlung ist geschlossen. Okay, na super. Na gut, wenn das so ist, dann lass mich nochmal meine gesamten Beweise nochmal anschauen. Nochmal die Gerichtsakte nochmal mir anschauen, durchgehen. Okay, wir haben das, dann haben wir, okay, das haben wir noch, diesen Beweisfall noch. Das Beweisstück, okay. Interessant, okay. Es tut mir leid, Freud. Ich habe alle Ihre Bemühungen zunichte gemacht. Ja, total. Mensch, ich kann es nicht einfach nicht glauben, Junge. Ich meine, Sie haben Ihren Vater getötet? Ich wollte es selber nicht glauben, Inspektor. Aber es ist die Wahrheit. Ich verdiene eine Bestrafung. Mord ist Mord, unabhängig von den Umständen. Das ist verrückt. Absolut verrückt. Ja, genau. Lass mich noch mal kurz hier nochmal in die Gerichtsakte nachschauen. Okay.
Okay, lass mich nochmal hier alles Wichtige nochmal notieren, meine lieben Zuschauer, ey. So, nochmal hier. So, nochmal markieren und einkreisen, ne? Das war jetzt 2001, Fahrstuhl, Bezirksgericht zum Zeitpunkt des Fahrstuhls. Kaum Sauerstoff im Fahrstuhl, keine Hinweise am Tatort, okay. Dann markiere ich mal den Satz, keine Hinweise am Tatort. Okay, das hatten wir dazu. Dann Infos über das Opfer. Okay, Verteidigung zum Mais, 9 Jahre nach verlorenem Fall im Fahrstuhl eingeschlossen. Kugel im Herz, okay, ja, das ist die, die wir hier haben. Die Mordwaffe wurde 2-mal abgefeuert. Das könnte vielleicht nützlich sein für später. Okay, also 2-mal abgefeuert. 2-mal, okay. Habe ich mir auch markiert. Was ist auf der letzten Seite? Ah, ich weiß nicht, ob das uns noch bringt über Jan Jogi, aber okay. So, geschlossen mit Gedächtnis schon durch Sauerstoff mal. Nachher erst beginnt verlobte Politik. Naja, okay. Ich mach mal das vielleicht, dass er eingeschlossen war mit, ja, Gedächtnisschwund durch Sauerstoff. Ja, mal gucken. Okay. Ja, das wäre wohl alles. Okay. Sonst diesen Beweisstück hatte ich hier noch, ne? Genau. Ja. Okay. Nick, was machst du da? Hä? Ich habe nur die Gerichtsakte nochmal durchgelesen, weißt du? Ich bereite mich auf meinen Fall vor. Dein Fall? Wofür? Hä? Ist das nicht offensichtlich? Ich werde Miles Edgeworth Unschuld beweisen. Wovon reden Sie, Junge? Er hat das gerade gestanden. Ja, ja, genau. Er hat die Tat gestanden. Vor Gericht. Es tut mir leid, Edgeworth. Aber ich glaube Ihren Albtraum nicht. Was? Es ist nur ein Traum. Es ist nicht real. Die Wahrheit ist hier in der Gerichtsakte. Schnallt auf jeden Fall eure Gürtel enger. Der richtige Kampf beginnt erst, meine lieben Zuschauer. Meine Güte, ey. Kann doch nicht wahr sein. Ich werde es beweisen, dass Sie unschuldig sind. Vertrauen Sie mir. Freut. Okay, auf geht's. Meine Güte. So. Von einem Prozess zum anderen sind wir hier reingewickelt worden. Meine Güte. Ja, nun so läuft das hier ab. Was hätte das gedacht? Meine Güte. So. Natürlich mich vernünftig präsentieren, ne? So. Okay. Meine Güte. Gut. Auf geht's. Na, oh mein Jay. Was ist denn los? Kann das denn hier nicht? So, meine Güte. Okay, gut, ich würde die Verhandlung gerne wieder aufnehmen. Ruhig doch. Meister Edgeworth hat seine Schuld zugegeben. Er hat die Tat gestanden. Lassen Sie uns mit seiner Aussage anfangen. Dann soll Ihnen die Verteidigung auch, wenn es sinnlos ist, ins Kreuzfeuer nehmen. Ja, als ob es sinnlos ist, ey. Die Verjährungsfrist des Falls DS6 läuft heute aus. Obwohl es für mich unüblich ist, möchte ich mich gerne an die Vorschriften halten. Ich verstehe. Hat die Verteidigung irgendwelche Ansprüche? Nö. Das passt. Nein, euer Herr. Von Karma, Alter. Sie wussten von Anfang an, dass es so kommen würde, oder nicht, ey? Ay. Na gut. Würde Miles Edgeworth sich in den Zeugenstand begeben? Der Zeuge nennt seinen Namen und Beruf. Miles Edgeworth, ich bin Staatsanwalt. Herr Edgeworth, vor 15 Jahren haben Sie irrtümlicherweise Ihren Vater Gregory Edgeworth getötet. Stimmt das? Das stimmt. Na toll, Alter. Dann sagen Sie sich in dieser Sache vor Gericht aus. Als Edgeworth mir gestern von seinem Traum erzählte, wisst ihr, meine lieben Leute, ist mir was aufgefallen. Ein Detail passte nicht so ganz. Ach, das ist der Schlüssel, aber nur, wenn ich ihn natürlich aktivieren kann. Bitte, bitte. Oh, Mensch, ey, das wird ja natürlich spannend, nicht wahr? Meine Güte. Ja. An jedem Tag ging ich ins Gericht, um einen Prozess meines Vaters anzusehen. Als wir gehen wollten, gab es ein Erdbeben und wir waren im Fahrstuhl gefangen. Mein Vater und Herr Jogi verloren die Fassung und fingen an zu streiten. In diesem Moment fiel etwas Schweres vor meine Füße. Ich hob es auf und warf es nach Herr Jogi. Ich wollte ihren Streit beenden. Einen Augenblick später gab es einen Schuss, dann einen Schrei. Es war ein schrecklicher Schrei. Ich erinnere mich bis heute an ihn. Ah, okay. Das ist alles. Okay, interessant, interessant, okay. Na und denn? Dann. Und bis heute dachten sie, diese Erinnerung sei ein Traum? Wir waren 5 Stunden im Fahrstuhl gefangen. Der Sauerstoff wurde knapp im Fahrstuhl. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was passierte. Bah! Die gleiche Behauptung wie die von Herr Jogi. Nun gut. White, ihr Kreuzfeuer bitte. Ja, euer Ehren. Meine Güte, ey. Der Fall DS6, ey. Okay, meine lieben Zuschauer, dann starten wir mal damit. Im Fall DS6, Alter, ey. Dass ich das mal erlebe, Miles Edgeworth, dich
ein Kreuzfeuer mit dir durchzuführen, ey. Also, ihn als Zeuge in der Hinsicht, wisst ihr? Meine Güte. Okay. Einen Tag gegen das Geld, um einen Prozess, okay. Dann sehen wir ein bisschen mehr davon. Mit welchem Prozess hat Ihr Vater an jeden Tag zu tun, ne? Ich erinnere mich nicht mehr genau. Nur noch an zwei Dinge. Ich weiß, dass mein Vater verlor und Herr von Kammer der Staatsanwalt war. Aha, also Herr von Kammer war beteiligt, hä? Huh? Sieh mal einer an. Aber Frau Kammer, Sie waren mit dem Fall betraut? Das ist 15 Jahre her. Ich erinnere mich nicht mehr dran, Details. Das war, als ich das Problem bei von Kammers Beweisen hinwies, ne? So viel dazu, okay. Als wir gehen wollten, gab es ein Erdbeben und wir waren im Fahrstuhl gefangen. Okay, erzähl mal mehr davon. Also, es befanden sich drei Personen, sie eingerichtet, im Fahrstuhl, nicht wahr? Ja, mein Vater, Jani Yogi und ich. Am Anfang ging es uns gut. Mhm. Aber als dann die Zeit verging und keine Hilfe kam... Ja, mein Vater und Herr Yogi verloren die Fassung und fingen... Okay, Moment mal. Was haben Sie dann getan? Ich war damals 9 Jahre alt, also was konnte ich schon tun? Ich hatte Angst. Ich zitterte in einer Ecke. Aber dann... Ja, was dann? Mensch, ey, das ist ja spannend, nicht wahr? In diesem Moment fiel etwas Schweres vor meine Füße. Okay. Was war es, hä? Eine Pistole. Ich nehme an, es war die des Gerichtsdieners, Jani Yogi. Die Sicherung musste ich gelöst haben, als sie aus dem Holster fiel. Und sie hoben sie auf. Was passierte danach? Alter. Mensch, ey. Ich hob es auf und warf es nach Herr Yogi. Ich wollte ihren Streit beenden. Moment mal. Wussten Sie, dass es eine Pistole war, als Sie sie warfen? Ich glaube, ich wusste es. Ich wusste es, dass es gefährlich war. Aber die Luft wurde so schlecht, ich bekam Panik. Mhm. Also Sie sagen, Sie haben die Pistole nach Herr Yogi geworfen, ne? Ich war benommen. Okay, so viel dazu. Einen Augenblick später gab es einen Schuss, dann einen Schrei. Okay, erzähl mir mehr davon. Die Pistole gab einen Schuss ab? Ja. Ich glaube, ich verlor nach dem Wurf das Bewusstsein. Seitdem hallen sie in meinen Kopf jeden Tag. Der Schuss, dieser schreckliche Schrei. Der Schrei, hä? Okay. So, Moment. Ja, okay. Das ist ein schrecklicher Schrei. Diese Aussage stört mich ein bisschen. Einen Augenblick später gab es einen Schuss, dann einen Schrei, hä? Einen einzigen Schuss, warte mal, ich gucke mal. Hat ihn nicht jemanden beweisen? Ich meine, das war nicht ein Schuss gewesen, sondern zwei sind doch letztendlich abgeschossen worden, ne? Lass mal nochmal schauen, ne? Okay, das ist hier die Fallzusammenfassung, hä? Gregory Edgeworth, lass mal nochmal hier ein bisschen gucken. Ich war mein lieben Zuschauer. Ja. Die Mordwaffe wurde zweimal abgefeuert. Ach, guck mal, da haben wir ja den Widerspruch. Einspruch! Sind Sie sich hier sicher, dass Sie nur einen Schuss hörten? Ja, ich bin mir ganz sicher. Ich hörte den Schuss und den Schrei. Danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Ich war bewusstlos, bis die Rettungskräfte kamen. Ich verstehe. Na. Aber das ergibt keinen Sinn. Sehen Sie sich die Akte noch einmal an. Das widerspricht eindeutig der Zeugenaussage. Oh, was denn jetzt? Es macht Ihnen Spaß, diese Akte herauszukramen, nicht? Ich akzeptiere diesen Beweis nicht, außer Sie können uns die relevante Seite nennen. Welche Seite widerspricht meist Edgeworths Aussage? Und die Daten über das Opfer. Sehen Sie in die Akte und unter den Daten über das Opfer nach. Dort steht klar und deutlich, die Mordwaffe wurde zweimal abgefeuert, genau. Wie ich es auch erwähnt habe.